Mit der Entdeckung des Dominion und des Borgs endete die letzte Folge. Gucken wir doch mal, wie wir uns darauf vorbereiten können. Die sind ja relativ weit weg. Ich würde mir sehen, dass ihr es eingestoppert. Lasst gerne ein Abo da oder gefällt mir oder kommentiert. Ja, zurück zur eigentlichen Gefahr. Also ich bin keine Gefahr, aber die Borg. Die Borg sind hier oben. Unimatrix 01 ist hier in diesem Bereich und das Dominion haben wir hier oben. Das heißt, beide Bereiche müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Die sind noch relativ weit weg. Die Borg ein bisschen näher. Müssen wir uns langsam darauf vorbereiten. Aber besteht noch kein Grund zur Panik. Wir haben ein Forschungsschiff verloren. Das ist bitter, aber ist erträglich. Da müssen wir auf jeden Fall uns weiter ein bisschen darauf vorbereiten. Da die Frage aufkam, warum ich die Stationen ausbaue und nicht hier die Verteidigung massiv überall ausbaue. Wenn ich hier sehe, ich kann die jetzt ausbauen. Leichte Verteidigung, Satelliten. Die kosten mich aber 800 Regierung. Die kleinen Shuttlepods sind nett. Aber die haben Kampfwerte von 25,13. Das ist nicht viel. Und die Picasso-Klasse hat einen Schaden von 40,64. Das ist natürlich für den Preis auch... Wenn ich jetzt einen massiven Überschuss an Legierung hätte, würde ich es machen. Aber so nicht. Anderer Vorteil, solange ich die Stationen einfach ausbaue, habe ich sie immer noch im Dual Use. Das heißt, ich kann hier auch zivile Einrichtungen bauen. Navigationsbojen, was Schutzreichweite für Handelsflotten wieder erhöht und so weiter. Also das bringt mir aktuell deutlich mehr. Und jede noch so gute Verteidigung, ich kann nicht das alles komplett ausbauen mit Verteidigung. Irgendwo gehen die rum. Hier zum Beispiel die Klingonen machen ihren Weg ja jetzt zu den Romulanern durch mein Gebiet. Was jetzt allerdings enden wird, weil wir schließen die Grenzen. Damit sind die Klingonen hier oben erstmal. Also wenn, dann müssen sie hier drüben rum. Aber durch unser Gebiet kommen sie nicht mehr. Und den Romulanern gibt das Luft und wir haben hoffentlich beide Seiten geschwächt. So einfach kann es nicht mal sein. Erstkontakt ausstehen, untätige Anführer. Ja, Admirale, ein General und einmal Forschung. Da muss ich immer noch ein Forschungsschiff neu bauen. Ach, das war... Die Enterprise hat ja den Asteroiden zerstört, was richtig geil war. Wir haben einen ausstehenden Erstkontakt. Ach, abgebrochen. Abgebrochen, das war ja, ja, sagen wir mal so, das war nicht die gute Art von Erstkontakt. Wir rücken aber weiter vor, nebenbei mal hier durch, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Hier unten haben wir Arbeitslose, aber da bauen wir ja auch weiter aus. Gamma Eridiani. Haben wir dort... Armeen. Yep. Wir haben ja einen General über und das liegt in Richtung Romulaner. Larista Pierce. Werden wir dort mal einsetzen. Müssen wir auch zusehen, dass wir endlich mal die Flottenkapazität hochkriegen. Die Ausnutzung der Flottenkapazität. Dass wir ein bisschen mehr... Ums haben, wenn mal was passieren sollte. Wir gucken mal unsere Flotten. Machen mal die Sternbasen zu. Die Besitztümer machen wir auch zu. Du hast hier das erforscht. Nee, wie ist das? Wir rüsten die mal alle auf neuen Stand aus. Die sind im Einsatz. Du bist hier gerade im Einsatz. Oh, ein spannendes System. Also rein von den Sachen, was wir dort finden können. Hier das Konstruktionsschiff können wir upgraden und das Konstruktionsschiff können wir auch upgraden. Und die Luft haben wir auch momentan. Cool, hier könnten wir noch Energiequellen. Wir bauen erst das System fertig aus. So. Knowledge Sharing. Ja, das ist die Konferenz. Log updated.
die wir ja besuchen wollen. Da gucken wir mal Situationsprotokoll. Da müssen wir Wissenschaftler hinschicken. Das machen wir dann gleich. Ah. Da haben wir noch den Erstkontakt. Wir haben ja AR... Irgendwas. AR-557. Müssen wir... untersuchen. Ja, es passt. Sobald die Flotte nämlich aufgerüstet ist, kannst du gleich AR-557 untersuchen. Construction complete. Nö, dann machen wir das anders. Der ist, USS Sojourner ist nämlich auf dem Weg gewesen dorthin. Ja, die Klingonen verlassen jetzt unser Gebiet und können dann... Romulus ist eingenommen worden. Technology discovered. Gratis Stadtbund. Unsere Bürger grüßen euch in Frieden. Shuttle vom Typ C ist ausgemustert. Ja, das war ja auch das Ziel. Das ist okay. Kordrazinproduktion plus 100%. Das ist auch super. Jetzt müssen wir mal gucken, was... Orbitales Wissenschaftszentrum. Oh ja. Und Ingenieurforschung. Photonentorpedo. Wieso habe ich den noch nicht? Komm mal her damit. Ajor hat Stufe 2 erreicht. Worum wir uns lange nicht mehr gekümmert haben. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich bin Chefingenieur des Büro für fortschrittliche Raumschiffkonstruktionen, ASDB, der Sternflotte, hier in den Utopia Planitia Flottenwerften. Das Konstruktionsbüro ist hier, um an fortschrittlichen Raumschiffdesign zu arbeiten und ermöglicht die Inbetriebnahme unserer neuen Flaggschiffe und anderer Schiffe mit fortschrittlichen Technologien. Hier, Sektion 31, NCIA-Klasse. Das will ich haben. Dann haben wir hier noch die Wissenschaftsstation. Habe ich auch schon eine Weile wieder nicht besucht. Erforsche seltene... Okay, da können wir, das können wir schon mal nicht nutzen. Versetzung. Setze einen Fokus. Finanzierung vom Forschungsprogramm der Mitgliedswelten. Der Wille der Propheten. Symbiose, vulkanisch-gravimetrische Sensortechnik. Vulkanische Expeditionsgruppe. Oh ja. Da muss ich mich wesentlich mehr drum kümmern. Wirklich wesentlich mehr. Hier ging ja, glaube ich, nichts weiter. Nein. Das ist so ein Punkt, den ich immer ein bisschen gerne außer Acht lasse. Es ist der erste Durchgang, also da ist noch viel Luft nach oben. Und da werden noch viele folgen. Krisenreaktionskräfte, die sind natürlich auch sehr schwach. Da sind jetzt auch die Shuttle raus. Gut, ab zum Upgrade. Mal gucken, ob das Grenzen geschlossen den Romulanern irgendwie hilft. Hier haben wir die erste Grenzflotte. Die erste Föderationsflotte ist hier. Du bist hier im Beta-Hydri-System im Einsatz. Ich könnte natürlich auch die erste Grenzflotte einfach mal nach 128 Eridiani schicken. Wir gucken uns das mal an. Council Agenda ready. Oh! 3-Jahre-Mission, eine alte Zivilisation. Unsere Scanner haben Spuren einer alten Zivilisation entdeckt, die vor Jahrhunderten verschwunden ist. Aber wahrscheinlich
einen tekonischen Ursprung hatte. Ich glaube, das ist ein T. Tekonischen Ursprung hatte. Wir hoffen, dass tiefere Forschung uns mehr Informationen über die Geschichte dieses längst verschwundenen Volkes liefern werden. Wer weiß schon, welche Geheimnisse in diesen zerstörten Städten und verlassenen Schiffen lauern, die über das gesamte System verstreut sind. Beginnt mit der Forschung. Ist so geil. Und da wären wir schon. Unsere Teams haben die Ruinen der Hauptstadt erkundet, aber nichts Wertvolles gefunden. Es scheint, dass in den nun leeren Konferenzsälen und den einst überfüllten Märkten noch die Geister der längst Verstorbenen leben. Wir werden vielleicht nie erfahren, was mit diesen Menschen geschehen ist. Shit. Charles Tucker erhält 100 Erfahrung. Naja, schade. So. Engaging enemy station. Wir können den leiten medizinischen Offizier. Wachstumsgeschwindigkeit plus 1%, Bewohnbarkeit plus 1% und Herrscherzufriedenheit plus 4%. Ich würde da eher leitender medizinischer Offizier nehmen. Dafür kriegen wir sogar Leute. Wir haben ja extra Flavimo Ceron, der hat uns ja bei der Krippe schon geholfen. Willkommen im Rat. Mein Freund, willkommen im Rat. Und jetzt gucken wir mal hier. 46.000, das ist doch Wahnsinn. Ships upgraded. Technology discovered. Okay. Die haben uns nichts entgegenzusetzen. Construction complete. Ich hatte so einen Herzschlagmoment. Construction complete. Ich hatte echt so einen Herzschlagmoment. Oh, ja, Gouverneur. Komm, was hast du für mich? Oh. So, Bernard Star Prime. Bernard Star Prime ist kommerziell. Ressourcen von Jobs, Benutzer, Nutzung von Dienstleistungen, Handelswert, Visionär. Sonst irgendwelche Leute noch zum Upgraden? Aber ich hatte echt gerade so einen Herzschlag. Oh, wir sind bei der Sternenbasenkapazität. Nathan Samuels hatte da, glaube ich, einen Bonus und der ist ja leider gestorben. Müssen wir drauf achten. Long Wang ist dafür aufgestiegen. Beliebt wäre ganz geil. Unterhalt, Anführer, Belastbarkeit. Er hat genug Stress. Er kann es nicht schaden, wenn er belastbarer ist. Ach, wir können ja eine neue Agenda vorbereiten. Hier, oppose the Borg. Das wäre geil. Erstmal würde ich Geheimnisse aufdecken. Wir sammeln Informationen über alles und jeden. Das finde ich gut. Aber meine Güte, ich habe da echt für einen Moment gedacht, das geht in die Hose. So, du wirst mir das System erkunden. Die will ich mir beide sichern. Aber heiliger, vor allem als ich die Stärke gesehen habe, 46, klar. Neues Schiff wurde in Dienst gestellt. Hin und wieder verlässt ein Schiff das Trocknock bereit, sein Schicksal zwischen den Sternen zu weben. Ein solches Schiff wurde jetzt in Betrieb genommen und ist bereit, Geschichte zu schreiben. Eine neue Legende hat begonnen. Und zwar die Random. Wir haben dem Schiff noch nicht mal einen Namen gegeben. Das finde ich erbärmlich. Auf jeden Fall kann die sich autarnen. Hat eine Stärke von 1900. Den geben wir mal Mala Berel. Würde ich mal sagen. Die haben wir eh offen als Admiralin. Namen. Was geben wir dem Schiff mal für einen Namen?
USS Section, weil es von Section, Sektion 31 ist. Unser neues Spionageschiff. Verbessern. Ja, das verbessern wir nochmal. Hier haben wir die Krisenreaktionskräfte. Dem angeblichen Forschungsschiff, was irgendwie kein Forschungsschiff ist. Das ärgert mich immer noch. Ah, das läuft schon. Dann haben wir hier die USS Bob. Hier ist auch mal zum Upgrade. Wir haben ja Forschung offen. Fangen wir mal an mit der Physikforschung. Was nehmen wir da mal am besten? Notfallwarp-Spulen sind natürlich interessant. Forschungsstation, Baukosten ist jetzt nicht so interessant. Da habe ich momentan gar nicht so viel in Planung. Armeeschaden, Partikelfaser 3. Gegen die Borg wäre natürlich Hüllenbrecherfaser gut. Wir fangen mal mit den Notfall-Warp-Spulen. Und die Ingenieurforschung. Minensucher wäre natürlich interessant. Typ 4 Photonentorpedo. Wäre natürlich auch interessant mehr. Komm, wir nehmen mal Typ 4 Photonentorpedo. Hier haben wir die Tarnflotte. Auch dich werden wir mal aufrüsten. Die Schiffe, die zwei Tarnschiffe werden wir brauchen. Informationen sammeln, sage ich nur. Hier oben, die zwei Systeme will ich mir dann auch noch sichern. Ja, hier oben der Krieg, der steht jetzt halt. Wieso fliegen die immer noch durch mein Gebiet? Ich habe da die Grenzen geschlossen. Muss ich gleich nochmal gucken. Hier, freie Energie, das wäre natürlich... Solarisches Ionenkraftwerk. Gravimetrischer Störsender. Das werden wir uns mal holen. Vulkanische Expeditionsgruppe. 0 Monate verbleiben. Das ist nur kurz reinsetzen, dann krieg ich's. Sehr schön. Wieso? Nehmt mal die Infrastruktur ins Visier bei den Klingonen. Unterstütze ich sie im Krieg? Ich würde mal sagen... Ihr kriegt von mir 200 Legierungen. Nee, ihr braucht mehr. Ihr kriegt von mir 600 Legierungen. Das ist ein Brocken. Das ist ein Brocken. Aber ich will, dass die gegen die Klingonen gegenhalten können. Mineralien. Kriegt ihr 50 im Monat. Ihr schuldet mir dann Gefallen. Ich will, dass die gegen die Klingonen gegenhalten. Die sollen sich aufreiben. Wenn ich das bezahle, dass sie sich gegenseitig aufreiben, ist das doch super. Technology discovered. So, wir haben unsere neue Besatzung, Vulkanisch. Die Vulkanische Expeditionsgruppe ist eine vulkanische Organisation. Die Mitglieder werden normalerweise im Vulkanischen Lernzentrum und in der Vulkanischen Wissenschaftsakademie geschult. Yeah. Neue Planetenspezialisierung Universitätswelt. Oh ja. Wir haben einen Gouverneur, der aufgestiegen ist. Ad Leonis Prime. Ad Leonis Prime. Da gucken wir doch gleich mal nach. Ist in den Grenzsektoren. Also. Gucken wir mal hier. Ad Leonis Prime. Agrikulturplanet. Interessant natürlich. Benutzung von Jobs plus 5. Ressourcen von Jobs plus 5%. Dann würde ich mal Industrieller nehmen, dass der unsere Lebensmittelproduktion ein bisschen pusht auf dem Planeten. Das sieht eigentlich soweit dann ganz gut aus. Oh, Spionageereignis ausstehend. Ja, mein Geheimagent Yu Shen hat einen Bericht von Connors. Oh, durch
vorsichtiges Umdirigieren von Ressourcen und Kommunikation. Sind wir in der Lage, Sabotage? Au, wir können ihre Beziehung zu einer anderen Gruppe ein bisschen beschädigen. Die physische Zerstörung der planetarischen Infrastruktur unserer Feinde kann durch eine Reihe von Methoden erreicht werden. Lokale kriminelle Elemente können bestochen werden, Computerviren können eingesetzt werden oder was noch brutaler ist, Sprengstoffe können gezündet werden. Der Effekt ist derselbe. Einrichtungen, die einmal unser Ziel waren, werden zu Ruinen zerfallen. Zielt auf das Ganze. Und ja, ich will mit hoher Intensität daran gehen. Typ 4 Photonentorpedo ist erforscht. Sternbasis Typ Stufe 3 oder Typ 6 Photonentorpedos natürlich. Jalon True. Sehr schön. Wir unterstützen die Romulaner im Krieg. Hammer. Also, wenn ich jetzt aktuell sehe, was die Klingonen einsetzen, da ist nicht viel Entwicklung da. Also ich könnte momentan mit meiner ersten Flotte gut reinschlagen. Die haben sich, glaube ich, in dem Krieg gegen die Romulaner gut selber geschwächt. Achso, das war das ja. Was haben wir hier an der... Wir gehen mal auf Pause. Was haben wir jetzt hier in der Entwicklung? Ach, das Schiff wird verbessert. Wir können dann aber schon mal... Die Schiffe sind in Arbeit. Jetzt müsste ich sehen, dass ich meine Flotten auf Stand bringe. Die erste Föderationsflotte ist okay. Die Gardeflotte soll ja eigentlich mein Premium-Segment sein. Das werden wir mal in die Erde schicken. Da werden zwei schlagkräftige Schiffe dazukommen müssen. Oh, die benutzen jetzt ein neues Holodeck-Programm, basierend auf dem 18. und 19. Jahrhundert. Also der größten Detektive der Zeit, Sherlock Holmes. Sehr schön. Wir wissen ja aus Star Trek Next Generation, das kann nur Vorteile haben, das kann nur positiv sein. Ja, komm, habt Spaß, meine Freunde, habt Spaß. Oh, das Moriarty-Programm hat das Holodeck übernommen. Halte sie im anderen Programm gefangen. Da halte ich mich mal an das Original. Ihr wisst ja damals Moriarty, der dann in der Lage war... War es Data? Ich glaube, sollte in der Lage sein, Data zu schlagen und nicht Sherlock Holmes. Und der dann so schlau wurde, dass er das Holodeck übernehmen konnte. War eine sehr geile Folge. Ja, das Moriarty-Programm wurde erfolgreich gefangen. Sehr schön, wir können jetzt von ihm lernen. Special Project complete. Wir haben ein Relikt. Das bringt uns passive Effekte Physik. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hologramm in einer Flasche. Das holographische Programm wurde aktiviert und das Moriarty-Programm hat unsere technische und physikalische Forschung angekurbelt. Dieses Hologramm hat einen genialen Intellekt. Hoffen wir, dass es niemals aus seinem Käfig entkommt. Lasst Moriarty arbeiten. Nachdem die USS Bondarenko den Asteroiden von Megatonnen von Trümmern befreit hat, hat sie ein uraltes Bauwerk entdeckt, das Millionen von Jahren alt ist. Die Analyse der Geschichte des Objekts zeigt, dass es an seinem jetzigen Standort eingefangen wurde, nachdem es mehrere tausend Lichtjahre entfernt im Darcy-System entstanden war. Die Struktur hat noch einen winzigen Restladung und müsste mit erheblichem Aufwand wieder in Betrieb genommen werden. Alternativ könnte es auch zerlegt werden, um die seltenen Elemente zu gewinnen, aus denen seine Außenhülle besteht. Verstanden. Und der Rat trifft sich wieder. Reagiert auf einen galaktischen Konflikt. Mach erstmal Pause. Akamarianische Hoheit gegen Suliban. Sinti gegen romulanische Sternenimperium. Sinti. Ich würde hier die Romulaner gerne an mich binden. Und die
Sind die verachten. Das ist eine geile Wendung. Aber ich glaube, da können wir viel Spaß haben. Oh ja. Oh ja. Und wir schließen mal die Grenzen. Wir geben ein klares Statement dazu ab. Ein ganz klares Statement. Sternflotten-Geheimdienst, Aufsichtskomitee. Unsere Agenten, die auf die planetaren Infrastrukturen von Klingonische Reich abzielen, haben erfolgreich eine Einrichtung auf Ruhrer Pente deaktiviert. Die Geheimdienste von Klingonischen Reich wurden nicht über unsere Beteiligung informiert, sondern beschuldigen lokale kriminelle Elemente. Ist das geil. Ist das geil. So. Hier haben wir ja auch ein Spionagenetz aktiv. Was machen wir denn mal? Wir entfernen mal ein Unternehmen von einer unserer Welten. Bei den Cardassianern. Gucken wir uns doch mal das Spionagenetz an. Wir sind auf 30. Sammelt mir mal Informationen. Nur bei den Tamarianern? Nein. Obaya of Crossroads. At Lunga. Lunga, her sky gray. Ah, es war freundlich, aber noch nicht so, wie ich es gern hätte. Ferengi. Wir gucken mal. Ich würde auch hier sagen, Informationen sammeln. Zenketi. Auch hier Informationen sammeln. Informationen ist das halbe Leben. Das ist das, was wir brauchen. Das macht mir immer noch ein bisschen Gedanken, dass die Ferengi als Regierungschef haben. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Das kann mir keiner erzählen. So, ich will aber hier oben beim Dominion Eric Sandler, bau mir da mal ein schönes Spionagenetz auf. Ich will mehr über das Dominion wissen. Und das Borg-Kollektiv. Nisverin Sarat. Auch hier will ich ein Spionagenetz haben. Weil da kommt langsam ein bisschen mehr zum Vorschein. Das könnte noch kritisch werden. Sona und Nausikana am Defensivabkommen. Grenzen geschlossen mit den Zinti. Ja, ist okay. Spionageereignis ausstehend. Bei den Orionern. Ja, es gibt mehrere interessante Ziele. Wir bestätigen das mal. Und beginnen wir im Bereich. So. Oh, die Zinti haben ihren Botschafter zurückbeordert. Wegen Cardassianer. You have to visit the amusement center in Lacarian City. You won't regret it. Alles klar. Wir haben Informationen beschaffen gegen die Cardassianer abgeschlossen. Und langsam werden die Informationen auch zuverlässiger. Wir haben uns ja bei denen auch umgesehen und das passt auch relativ gut mit der Stärke, dass die erbärmlich ist. Bei den Klingonen ebenbürtig, ja, wir haben es letztes Mal erlebt, die ziehen dann auf einmal aus dem Truppen aus dem Hut, da schlackern wir mit den Ohren. Die Romulaner sind von erbärmlich auf unterlegen gewechselt, weil ich sie unterstütze. Dafür ist halt unser Vertrauensbasis jetzt auf herzlich geworden. Unabhängig. Nicht Angriffsversprechen schließen. Das wäre natürlich interessant. Genau. Wir werden nicht Angriffsversprechen aussprechen. Ich will die Romulaner bei der Gelegenheit, die sind jetzt mit dem Rücken an der Wand. Das ist eine gute Gelegenheit, die näher an uns ranzuziehen. Das will ich nutzen. So, aber ich würde mal sagen, mit dieser Aktion endet diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lebt lang und im Frieden. Haut rein.